Ja, wir sind froh und stolz, heute Herrn und Frau Schönhardt hier bei uns im Heinz-Nixdorf-Museumsforum begrüßen zu können. Herr Schönhardt hat mit seinen zwei Kollegen, die wir auch später kennenlernen werden, eine Maschine gebaut und entworfen, mit der man beim Blackjack im Casino seine Gewinnchancen verbessern konnte. Einfach indem man sich merken konnte, mit der Maschine gemeinsam, welche Karte vielleicht als nächstes gespielt wird. Und ich freue mich total, dass Sie heute hier aus der Eifel nach Paderborn gekommen sind. Ja, ich bin, also mein Name ist Rudolf Schönhardt. Ich habe schon mit meinem Schulfreund Hermann Krause schon in den 60er Jahren viel Transistorradios gebaut, mit Elektronik experimentiert, und wir fingen dann auch gemeinsam das Physikstudium an der Bonner Universität bis zum Vordiplom. Im Vordiplom sind wir zum Beispiel von dem Professor Paul geprüft worden, der später den Nobelpreis bekommen hat. Ja, und als wir dann unser Diplom beide hatten, da hatten wir dann noch mit einem Kontakt zu einem weiteren Schulfreund, das war der Robert, mit dem haben wir uns dann mal wieder getroffen, als wir unser Studium schon abgeschlossen hatten, und der Robert hatte dann die Idee, dass man vielleicht im Casino etwas machen könnte. Wenn man ja so wie wir Physik studiert hat, dann müsste man das doch da irgendwas regeln können, wenn man beim Blackjack die Karten irgendwie vorhersagen könnte. Ja, und das hat dann uns so praktisch den Anstoß gegeben, mal darüber nachzudenken. Der Hermann Krause und ich, wir haben dann einige Wochen darüber nachgedacht und dann uns entschlossen, ja, wir können das. Und zwar können wir die Karten, die ausgespielt werden, die können wir ja mit digitalen Schaltkreisen, die gerade seit kurzem auf dem Markt sind, abspeichern. Und da bot sich dann von der Firma Intel, die damals 1968 gegründet wurde, wir waren jetzt, das war jetzt das Jahr 1971, da gab es dann sogenannte Schieberegister, die hatten 1024 Bit pro Baustein, und da haben wir uns überlegt, damit könnten wir doch 4 Kartenspiele leicht abspeichern, wenn wir 6 solche Bausteine benutzen. Die waren damals noch ziemlich teuer, das hat uns um die 900 D-Mark gekostet, nur für 6 so kleine Dinger, die heute ganz billig natürlich zu haben sind. Und 1024 Bit war auch ungefähr das Maximum. Mehr Speicherplatz gab es damals noch gar nicht. Ja, und dann, ich gehe einmal ganz kurz dazwischen, ja, weil das waren jetzt schon unheimlich viele Informationen. Ja. Und ich möchte für unsere Zuschauer doch noch mal einmal ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar, Blackjack ist ja ein Kartenspiel, das in Casinos weltweit gespielt wird. Das kennen wir bei uns eigentlich eher als 17 und 4. Ja. 17 und 4 heißt, man muss irgendwie versuchen, auf diese 21 Punkte zu kommen. Ich möchte ganz kurz, weil wir auch hier gerade Karten liegen haben, das Prinzip auch mal ganz kurz erklären. Ne? Ja. Also man spielt ja gegen die Bank auch in einem Casino, und man kriegt Karten. Ich glaube, am Anfang kriegt man 2 Karten, richtig? Ja, jeder. Also wenn Spieler ich jetzt diese beiden Karten bekommen hätte, dann hätte ich jetzt wie viele Punkte? Ja, 11 Punkte, nicht? 11 Punkte. Dann kann ich als Spieler entscheiden, ob ich eine weitere Karte haben will oder ob ich sage, das reicht mir. Ja. Und jetzt kann es natürlich passieren, wenn ich wüsste, welche die nächste Karte ist, dann hätte ich natürlich viel bessere Chancen als ein Mitspieler oder die Bank, die eben nicht weiß, welches die nächste Karte ist. Ja. Und jetzt kommt hier ein König, und dann hätte ich? Ja, jetzt hätte man dann 21, und dann ist es eigentlich die höchste Punktzahl, die man so erreichen kann, nicht wahr? Das heißt aber, wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise diese Karten hätte? Ja, 17, dann muss man sich schon überlegen, ob man dann noch eine weitere Karte nimmt oder nicht lieber stehen bleibt, wie man so sagt. Ne? Richtig, das heißt, wenn ich jetzt wüsste, dass hier die 4 kommt als nächste Karte, würde ich sagen, nehme ich, die auf jeden Fall. Ja. Aber normalerweise würde man doch als Spieler bei 17, würde man sagen, reicht, ich gehe nicht das Risiko ein. Ja, das heißt, wenn ich weiß, welches die nächste Karte ist, dann habe ich einen echten Vorteil gegenüber den anderen Spielern und gegenüber der Bank. Genau. Das war ja Ihre Idee. Ja. Kann ich das irgendwie herausfinden,
welches denn die nächste Karte ist, die gespielt wird. Ne? Ja. Und da haben Sie sich ja was ausgedacht. Dieses Prinzip, dass ich eigentlich ja versuche, mit einer Maschine mir zu merken, wie ist denn die Reihenfolge in diesem Kartendeck? Ja. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, das ist ja so. Es werden ja mehrere Spiele hintereinander durchgeführt. Und wenn die Karten fast aufgebraucht sind, dann nimmt der Croupier die zwei, teilt er den Kartenstoß in zwei Hälften und nimmt sich immer Teile von beiden Seiten heraus und mischt die, und zwar, wo man die so wie einen Reißverschluss ineinander rauschen lässt, die Karten, nur einmal durchgeführt. Das war jetzt praktisch der Schlüsselpunkt, weswegen es möglich war, Karten vorherzusagen. Hätte man das jetzt mehrere Male gemacht, dieses Mischen der Karten, dann wäre es nicht möglich gewesen, die Karten später vorherzusagen. Aber da der Croupier immer jeden Kartenpacken, jeden Teilpacken immer nur einmal gemischt hat und ihn dann weggelegt hat, hatte er nachher einen Kartenstapel da liegen, der, wenn die Karten wieder neu ausgeteilt wurden, dann konnten diese zwei Stränge, die beim Mischen auftraten, wieder gefunden werden. Das war also nur deswegen möglich, und das haben wir dann erkannt, dass das uns die Möglichkeit gibt, die Karten vorherzusagen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle nochmal, dass wir das auch wirklich verstehen. Also die Idee war, ich gehe in ein Casino. Ich gehe an einen Tisch, wo 17 und 4 Blackjack gespielt wird. Ja. Und ich beobachte dann, dass der Kartenstapel, mit dem gespielt wird, der wird nur ganz einfach gemischt und dann wird wieder weitergespielt. Und dann war ja Ihr Ansatz oder Ihre Idee war, gibt es eine technische Möglichkeit, dass ich mir merke, welche Reihenfolge in dem Kartenstapel drin ist, die durch das Mischen gar nicht so groß durcheinander gebracht wird. Ja, genau. Zunächst mal war ja jetzt die Herausforderung die, dass der Kartenstapel, der abgelegt wurde, nach jedem Spiel wurden die Karten ja weggeräumt vom Tisch und in einem Stapel abgelegt. Und diesen Stapel, den wollten wir möglichst kennen am Schluss, wenn die Spielreihe zu Ende war, dass praktisch nur keine Karten mehr vorhanden waren, dann war dieser ganze Stapel uns bekannt, wenn wir jede Karte einzeln abspeichern könnten und sie auch genau in der Reihenfolge, wie sie weggelegt werden, erfassen konnten. Und das haben wir eben überlegt, dass uns das tatsächlich mit einiger Schwierigkeit dann doch möglich sein müsste. Dass wir dann, wenn der Croupier anfängt, die Karten zu mischen, dass dann der ganze Stapel, wie er vorher war, in der Maschine abgespeichert ist. Und wenn dann nach dem Mischen ein neuer Durchgang beginnt, das heißt neue Spiele wieder kommen, dann ist die Kartenreihenfolge natürlich ganz anders als vorher. Aber weil dieser Mischvorgang eben eine gewisse Regelmäßigkeit hatte, deswegen konnten wir diese zwei Stränge identifizieren, und wenn wir sie identifiziert hatten, immer nach wenigen Karten, dann gab es immer aus diesen zwei Strängen nur zwei mögliche Vorhersagen. Und da kommt entweder die eine oder die andere. Ich bin jetzt in diesem Fall hier bei 17, das eine eine 4 war, das andere eine 3, dann wussten wir natürlich, es kommt entweder eine 4 oder eine 3, wir können noch eine Karte nehmen. Dagegen normalerweise würde man bei 17 keine mehr nehmen können. Und das ganze System haben wir dann noch sehr viel feiner ausgearbeitet, indem man eben zwei Leute gegen die Bank spielte. Der eine spielte hoch, der andere spielte niedrig. Und der niedrig Spielende konnte nämlich, indem er eine Karte nahm oder auch keine Karte nahm, das Ergebnis der Bank beeinflussen. Das war eine ganz effektive Maßnahme, die es uns ermöglichte, dass derjenige, der hochspielte, dass der sehr, sehr schnell gewinnen konnte.
Ja, vielleicht können wir uns dann nochmal anschauen. Also was haben Sie denn da für Komponenten tatsächlich dann zu dritt entworfen und gebaut? Vielleicht können Sie einfach, wir stehen ja hier in dem Bereich, das gehört ja eigentlich zu der Abteilung auch Computer-Hacker und Do-It-Yourself, also wo man wirklich Elektronik selber gebaut hat. Wir haben hier auch eine Vitrine und da haben wir jetzt die Maschine 1 ausgestellt. Und vielleicht können Sie beschreiben, was wir hier sehen. Ja. Ja, zuvorderst muss ich ja noch eine Sache erklären. In den Casinos wurde mit 4 Kartenpacken gespielt, also 4 Kartendecks. Und davon hatten 2 eine rote Rückseite und 2 hatten eine blaue Rückseite. Bei 4 Kartendecks würde ja normal jede Karte 4-mal vorkommen. 4 Karten von der gleichen Sorte. Dadurch, dass aber 2 von diesen 4 immer 2 eine rote Rückseite hatten und 2 eine blaue Rückseite. Und wenn wir diese Rückseite auch noch mit abspeichern könnten, dann würden wir ja, hätten wir nur noch immer 2 Karten von einer Sorte. Und das haben wir uns auch noch zunutze gemacht. Und das ist natürlich jetzt wichtig hier bei dieser ganzen Geschichte, wie das Ganze zusammengesetzt ist. Also das Ganze gebaut hat also der Diplomphysiker Hermann Krause und ich zusammen damals, im 1971 und Anfang 1972 war es schon fertig. Es besteht jetzt aus verschiedenen Teilen, die von 2 Spielern benutzt wurden. Fange mal an mit dem Spieler, der die Hauptmaschine am Körper trug. Diese Recheneinheit war am Körper unter der linken Achsel verstaut, in einer Weste unterm Hemd. Die Tastatur dazu war in der linken Jacketttasche. Und diese 2 Elemente, die ich gleich noch erkläre, sind Sender und Empfänger. Die waren rechts in 2 Taschen übereinander. Deswegen hat diese Teil hier zum Beispiel so ein Gummi unten, damit er, wenn er hier drüber war, nicht irgendwie kratzte oder dass auch ein bisschen Abstand gegeben war. Und Spieler 2, der andere Spieler, hatte eine Tastatur zur Eingabe und ein Pfeifenetui, was präpariert war mit einer Ausgabe. Diese zum Pfeifenetui komme ich gleich. Also die Hauptrechnereinheit hier besteht aus 2 Platinen, die wurden mit einer Folie, Kupferfolie, die in Kunststoff eingeschweißt war, wurden die beiden gegeneinander abgeschirmt und waren also in diesem Gehäuse hier verbaut. Und diese Tastatur, das ist jetzt die Haupteingabeeinheit, mit der die Frontseite jeder Karte eingegeben wurde. Und zwar, wie zum Beispiel hier eine 4, wurde digital mit den Fingern eine 4 eingegeben. Mit 4 Fingern kann ich 4 Bits eingeben. Und die Farbe, wie man auf Deutsch sagt, Pik oder Karo, wurde dann direkt daneben mit den Mikrotastern, die direkt daneben sich befinden, für Daumen und Zeigefinger eingegeben. Jetzt gibt es noch eine ganze Menge anderer Tasten, die dann zur Eingabe gedacht waren, zu der Zuordnung zu den verschiedenen Spielern. Und wenn dann ein Durchgang vorbei war, musste ja auch das Ganze abgespeichert werden oder umgespeichert werden. Das gibt dann also noch etliche andere Tasten, die man aber nicht mehr so oft benutzte und die auch nicht so schnell bedient werden mussten. Richtig schnell bedient werden mussten nur die Ziffer und die Farbe. Und dann gleicher Spieler, erster Spieler, gleicher Spieler oder nächster Spieler. Das machte der Daumen. Also es war eine ziemlich komplizierte Tastatur, mit der man viel Übung braucht, dass man sie also schnell genug benutzen kann. Jetzt der andere Spieler, der mit dieser Tastatur auch etwas senden konnte, er musste
nämlich das war der Hochspieler, der jetzt hier diese Tastatur hatte und einen hier einen Sender drin, der sendete die Rückseitenfarbe. Wenn der Croupier die Karte aus dem Schlitten zog, musste er sofort die Rückseite eingeben. Das kam blau, rot, blau, blau, rot. Also das sind diese zwei Tasten, rot, blau, ne? Musste er in schneller Folge eingeben, musste hochkonzentriert das beobachten. Und das wurde dann von diesem Sender, der hier drin ist, gesendet an diesen Empfänger. Dieser Empfänger hat dann die Rückseiten abgespeichert, 1 und 0 für Blau und Rot, und sie erst hier einmal zwischengespeichert, denn er war ja mit den Rückseiten viel schneller dran als ich mit den Vorderseiten. Das kam erst hinterher. Deswegen musste immer, wenn eine Vorderseite eingegeben wurde, musste dann die zugehörige Rückseite von diesem Gerät mit der Vorderseite zusammen mit 6 Bit dann hier in dem Rechner abgespeichert werden. Dann, wenn jetzt die Vorhersage kommt, wenn ein ganzer Durchgang, wenn also eine ganze Reihe von Spielen erst einmal durchgeführt worden war und es der Croupier zum ersten Mal mischte, dann waren dann alle Karten in dem Stapel im Rechner abgespeichert. Und erst beim nächsten Durchgang hatten wir dann Vorhersagen, dass wir also mit Vorhersagen spielen konnten und dann hoch gewinnen konnten. Und wenn jetzt immer dann eine Karte eingegeben wurde und eine Vorhersage produziert wurde, also welche Karte aus diesen zwei Strängen kommen würde als nächste, dann wurde das mit diesem Sender mit 10 Bit gesendet. Warum 10 Bit? Die Kartennummer 4 oder auch König, der König wurde, hat ja zwar eine Wertigkeit von 10 Punkten, aber der König wurde anders abgespeichert als eine 10. Eine 10 wurde als digitale 10 abgespeichert, aber ein König, dafür wurden 13, 14, 15 die nächsten Ziffern noch, die man mit 4 Bit zur Verfügung hat, abgespeichert. Und die Vorhersage bestand demnach aus 4 Bit für die Kartenziffer, für den Wert der Karte, für die Farbe nochmal 2 Bit, das sind 6 Bit, und die Rückseite war dann das 7. Bit. Aber für die Vorhersage braucht man nicht die Farbe. Ob jetzt ein Karo-König kommt oder ein Pik-König, ist für die Vorhersage egal. Das heißt, diese Farben konnte man sich sparen. Für die Vorhersage hatten wir nur die 4 plus 1 Bit, also 5 Bit. Und das zweimal, weil es zwei Stränge waren. Das heißt, dieser Sender sendet jetzt zweimal 5 Bit, und zwar an dieses Pfeifen-Etui. Hier ist der Empfänger drin und die digitale Verarbeitung. Und die Anzeige, hier sieht man 10 Lämpchen, und die Anzeige war dann hier zu sehen, wenn man genau von oben drauf schaute. Von der Seite konnte man das nicht sehen. Das heißt, der Spieler Robert hatte das vor sich liegen. Er guckte hier so runter gemütlich und sah hier immer die Vorhersagen durchrauschen. Das ging ganz schnell, und mit viel Übung wusste er genau, jetzt kommt also die Karte oder die Karte. Und ganz große Clou ist halt jetzt gewesen, wenn die Vorhersagen von zwei Karten so gestaltet waren, dass eine Karte rot, eine rote Rückseite hatte, die andere Vorhersage blau, und man sah, die nächste Karte, die jetzt kommt, ist rot, dann wusste man 100%, die Karte kommt jetzt. Nicht? Also das ist also dadurch eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit für eine richtige Vorhersage gewesen. Ja, wichtig erscheint mir auch noch zu erwähnen, dass für die Funkübertragung mein Freund Hermann Krause im Wesentlichen zuständig war, weil er besonders versiert mit der Analogelektronik war. Ich hätte das zwar auch gekonnt, aber er war da etwas versierter. Deswegen die Funkübertragung auch zu dem Pfeifenetui, das hat also praktisch mein Freund Hermann Krause mehr gemacht. Den Hauptcomputer hat jeder eine der Platinen gemacht, haben wir uns schön aufgeteilt. Die Zusammenarbeit war überhaupt, weil wir uns ja auch schon seit Schulzeiten so gut kannten, ganz perfekt. Und
die Tastatur ist ja, wie man sieht, mechanisch auch sehr genau angefertigt. Die habe ich natürlich besonders auf meine Hand zugeschnitten, auch in der Werkstatt, in einer Werkstatt hergestellt. So haben wir also eine optimale Arbeitsteilung gehabt. Und ich denke, ohne diese Arbeitsteilung wäre das auch nicht möglich gewesen. Also wir haben optimal zusammengearbeitet. Das Ganze wurde mit Flachbatterien gespeist, 4,5 Volt Flachbatterien, die immer zusammengelötet wurden und dann hiermit immer verbunden wurden mit den entsprechenden Kabeln hier. Das wurde nicht irgendwie angestöpselt oder sonst was, sondern das wurde immer richtig vor jedem Casino-Besuch angelötet, damit auch ja nichts abgehen konnte. Nicht? Das war also ein ziemlich hoher Verbrauch an Batterien. Früher gab es diese 4,5 Volt Flachbatterien, die waren auch in vielen Taschenlampen drin. Das war also das ganz normale Batterie, heute hat man die kaum noch. Und wir kauften dann immer 40, 50 Stücke. Und bei dem Geschäft in Bonn, die kannten uns dann schon und haben uns dann immer Rabatt gegeben. Da kamen wir also immer mit einer ganzen Tasche voll Batterien nach Hause und die wurden dann in großer Zahl dann auch verwendet. Ja, das Besondere war hier natürlich bei dieser Tastatur die Eingabe, das musste alles sehr lange geübt werden, dass das auch wirklich funktionierte. Das musste ja sehr schnell gehen, vor allem die ersten fünf Karten. 1, 2, 3, also jeder, die beiden Spieler und die Bank eine Karte und dann die beiden Spieler nochmal die zweite Karte. Das heißt, fünf Karten in schneller Folge. Das hatten wir nachher so schnell drin drauf und der Robert konnte so schnell die Rückseiten eingeben mit viel Übung, dass uns das nach einiger Zeit gut gelungen war. Und mit den Vorhersagen und der Übung, die wir dann hatten, war der Vorteil gegenüber der Bank extrem hoch. Ein besonderer Clou war tatsächlich noch diese Aufteilung, dass Freund Robert, der uns den Anstoß dazu gegeben hatte, der die Rückseiten eingeben musste, er setzte den hohen Einsatz. Ich mit der Tastatur, ich hatte nur einen niedrigen Einsatz und zwar aus folgendem Grunde. Wenn jetzt ich, der zweite Spieler hier mit dieser Tastatur am Zug war, dann war die Lage ja so, wenn ich die Karte nicht nehme, die nächste Karte, dann kommt ja als nächster Spieler die Bank dran. Das heißt, wenn ich die Karte nicht nehme, dann kriegt die nächste Karte die Bank. Mit anderen Worten, auch wenn die nächste Karte für die Bank günstig war, dann habe ich sie genommen und sie der Bank quasi weggenommen. Weil wenn ich sie nehme, dann kann sie die Bank nicht mehr bekommen. Also nach mir kam ja immer die Bank dran. Das heißt, ich konnte beeinflussen, ob die Bank verliert oder gewinnt. Und das war ein ganz hoher Vorteil, der noch wichtiger war, als dass der erste Spieler die nächste Karte wusste. Also dadurch, dass ich dann auch die Karte wusste, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine von zweien oder auch wenn dann die Rückseiten unterschiedlich waren, dann auch genau wusste, welche Karte als nächste kam, konnte ich also dann sehr stark die Bank beeinflussen. Und dann haben wir also die Bank sehr, sehr oft zum Verlieren bringen können. Und dadurch war also der Vorteil also extrem hoch. Deswegen waren auch die Gewinne dann so schnell, dass wir aber nach ein, zwei Stunden, wenn es mal gut lief, dann auch das Casino wieder verlassen mussten, weil sonst wäre das alles zu auffällig gewesen. Nicht? Und war auch der Stapel der Chips, die waren damals in Frankreich, die höchsten 500 Franc-Chips, das waren so viereckige große Dinger. Ne? Dann hatte man da so einen Haufen liegen und dann noch die vielen kleinen, mit denen man angefangen hatte. Und ich spielte mit Zehnern, das war auch dann mehrere, weil ich ja oft verlor. Deswegen musste ich mit niedrigen spielen, weil ich ja eher der Bank eine Karte wegnehme und da bewusst verlor. Aber die Bank hat dann eben auch verloren, viel mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und dann hat der Robert mit seinem hohen Einsatz gewonnen. Nicht? Und da, ja, dann waren also die Spielzeiten, wenn es einmal gut lief, waren die Spielzeiten relativ kurz. So anderthalb Stunden, zwei Stunden waren wir fertig und dann haben wir das Casino verlassen.
Und naja, das waren dann nur einige Male. Das ging ja nicht immer weiter, weil die Entfernung zu den Casinos sehr groß war. Haben wir das dann später dann auch aufgegeben. Aber haben mit den Gewinnen eben unsere Reisen und Computerkosten und so alles bestreiten können. Für die Casinos war das sicherlich kein großer Verlust. Die haben ja ganz andere Zahlen. Aber für uns war das doch eben damals schon eine ganze Menge, was wir da herausholen.